Wenden im Spielaufbau 5. Bauen Sie die Hütchen, wie Sie es sehen können, auf. Verteilen Sie drei Spieler an das untere Hütchen und einen Spieler an das obere Hütchen. Der erste Spieler führt den Ball vor das äußere Hütchen und führt dort eine Sohlenwende mit dem linken Fuß durch und spielt den Spieler gegnerfern an. Dieser führt eine Schussfinte durch und läuft auf das obere Hütchen, wo er eine Sohlenwende mit rechts durchführt. Nun spielt er den Ball wiederum gegnerfern an, sodass der Spieler unten eine Schussfinte mit rechts durchführen kann. Nun führen die Spieler außen eine Schussfinte auf den gegnerfernen Fuß durch, die Spieler in der Mitte führen hingegen eine Schusstäuschung durch. Nun kappen die Spieler am äußeren Hütchen ab, während die Spieler im Zentrum einen Doppelpass mit Stemmschritt spielen.